Willkommen zurück, Leute, zu Batman Arkham Knight. Und wir wollen jetzt hier das Rätsel vom Riddler lösen. Zumindest das erste Rätsel, wo man scheinbar für das Batmobil braucht. Na dann, Detektiv, es geht zu stark. Mit entsetztem Unverständnis auf einen von mir eingestellten Mechanismus, der auf einen extrem präzisen Radarimpuls reagiert. Gleich gebe ich dir den Entschlüsselungscode, dunkler Ritter. Aber vorher müssen wir die Grundregeln für die heutigen Festivitäten durchgehen. Erste Regel. Du darfst mich nur ansprechen mit Riddler, der Riddler oder Mr. Enigma Sir. Ansonsten, Detektiv, erwarte ich dein patentiertes, mürrisches Schwein. Zweite Regel. Alle Panzerhandschuhe, in der Maske integrierte Mikrofone und andere Kommunikationsgeräte, aus deiner Mache oder nicht, müssen vor Beginn der Prüfung deaktiviert werden. Wirst du dabei erwischt, wie du sie benutzt, wirst du von der Strecke ausgeschlossen. Dritte Regel. Der Einsatz von zweckmäßig erbauter, rätsellösender Ausrüstung ist streng verboten. Mit dem Inhalt deines... Was? Du hast das erste Rätsel des Abends gelöst? Gut gemacht. Gut gemacht. Willkommen auf meiner Rennstrecke, Detektiv. Du musst drei Kurse diese Herausforderung beenden. Und jeder einzelne hat ein Zeitlimit. Okay. Na los, Detektiv. Testen wir doch mal hier das groteske Ego. Aha, das war was. Mach dich bereit, Detektiv. Dieser Test verlangt mehr als bloß schnell zu machen. Na dann. So, der Hut. Nein, nein, zurück, zurück. Ja, ist ja gut. Da muss man auch einmal auf den Klar kommen. Weißt du, Scheiße. Was zur? Ach du. Lul. An der Seite lang. War nicht schlecht. Okay. Das nenne ich mal knapp. Schneller, dunkler Ritter, schneller! Könnt deine flackernden Stock-Synapsen, mit denen sich automatisch weiter. Also, diese Türen muss ich die ganze Zeit selbst öffnen und schließen mit Kreis. Deaktiviere die Schutzsperre des Nachbrenners. Ich brauche mehr Tempo. Schockierend, dunkler Ritter! Kannst du denn wirklich nicht schneller? Wirklich? Ich bin doch schon dabei. Zur Hölle! Nein! Ja, zu wenig Power. Komm schon! Nein! Oh Mann, diese Steuerung vom Batmobil ist auch echt genial. Relativ. Zumindest liegt sie mir nicht so ganz. Kranker Scheiß. Du hast es umgeworfen, immer? Ich brauche wohl einen würdigeren Erzfeind.
Dunkler Ritter, verschwende nicht meine Zeit. Sie ist deutlich kostbarer als deine. Wirklich gescheitert. Man sollte sich nie auf seine Werkzeuge ausreden, Dunkler Ritter. Aber da du diese Bettseitenkiste gebaut hast, kann sie ja nur unterirdisch sein. The fuck? Zurück an den Start und es gibt einen Nachschlag. Okay. Ich meine, Thriller so nett. Pass genau auf, Detektiv. Geh links. Ah, the fuck. Falls du den intellektuellen Wert des Abschlusses dieser Herausforderung nicht verstehst, Batman, dir bestimmt nicht erklären. Nein! Nee. Komm schon, Detektiv. Die Zeit wartet auf niemanden. Warte nicht auf Batman! Oh, danke für die zweite Chance, ey. Also das Autofahren ist echt eine Sache für sich. Detektiv. Du hast mich besiegt! Ernsthaft, Dunkler Ritter? Ich bin schockiert, gedemütigt, völlig geschlagen. Zeit aufzugeben, denke ich. Wie wär's, wenn du jetzt gehst? Ja, mein Gott. Auf noch ein Rennen habe ich gerade keinen Nerv. Also es ist auf jeden Fall ganz lustig, aber die Steuerung... Dachtest du wirklich, dass eine Herausforderung von mir, dem Riddler, wirklich so einfach wäre? Oh, dunkler Ritter, du goldiger, naiver Hüter. Natürlich nicht. Dennoch danke für dein unermüdliches Geltungsbedürfnis. Ich konnte dadurch hunderte Terabyte an Leistungsdaten über deinen neuen Raketenleichenwagen sammeln, den du fährst. Selbstverständlich nutze ich die Daten, um zukünftige Tests anspruchsvoller zu gestalten. Wir sehen uns bald, Detektiv. Das ist noch nicht vorbei. Nicht vorbei. Naja, auf jeden Fall, die Steuerung ist nicht ganz so meins. Es ist natürlich jetzt kein High-Simulator-Anspruchs-Rennwagen, wo man sagen muss, dass es echt schwer ist, mit dem zu fahren, aber... Boah, guck mal, wie dreckig der jetzt geworden ist, weil man ja voll durch den Matsch gefahren ist. So. Gucken wir jetzt mal Missionswahl. Ja, die haben wir jetzt festgestellt, die Sachen sind wohl Sachen, die man in der Nähe finden kann. Also, sag ich mal, geht's jetzt mal weiter rausfinden, wo der Scarecrow ist. Bin unterwegs zum Uhrenturm. Mal sehen, was Oracle über Scarecrows Toxin herausgefunden hat. Hoffentlich gute Neuigkeiten, Sir. So, nein, ich möchte aber aus dem Batmobil aussteigen. Hast du den Blick von dem Bullen gesehen, als er um die Ecke gebogen ist und uns bemerkt hat? Ha! Der ist sicher den ganzen Weg zurück zu CCPD gerannt. Ich sehe direkt hier vorne. Ist wahrscheinlich sogar schneller gewesen. Außerdem bin ich mir gar nicht so sicher, wenn ich ja nach Musik Ausschau halten muss, um zum Beispiel die Leichen zu finden. Kann ich das wohl kaum, wenn ich in so einem lauten Auto sitze? Okay. Ja, Scarecrow zieht das Halloween durch. Der hat echt einen super Humor. Was ist das für ein Secret Room hier? Ha. Huh. Ah, was haben wir denn hier?
Identität bestätigt. Oh, das ist mein super neuer geheimer Bedroom im Glockentower. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich habe mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Ach so, das ist also Oracles Geheimversteck hier. Und nicht meins. Habe ich eigentlich... So, nein, das wollte ich nicht. Och, die ganze Steuerung muss ich erstmal auch hier wieder lernen. Das sind die Missionen. Das ist dies. Das sind die Herausforderungen. So, da hinten ist Venia. Gehen wir erstmal raus. Ja, darf ich den Fachstuhl nicht rufen oder muss ich hier oben wieder irgendwo raus? Ah, okay. Okay. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. So. Was haben wir denn jetzt hier alles so Schönes in der Nähe? Ein paar Herausforderungen. Fessel die wahre Macht des Batmobils. Geistige Blockade. Hört sich doch ganz interessant an. Machen wir die mal eben noch so für zwischendurch. Was gibt's dort in Ärger? Brauchen wir nicht. Das ganze Land sieht zu, von Metropolis bis Keystone. Wir bieten ihnen eine Show. Das für eine Karre. Und da taucht tatsächlich die Polizei nach der Zeit auf. Das ist ja lustig. Sollten wir mal wohl ein bisschen aufräumen. Liegen bleiben. Zack. Ihr macht hier keine Randale mehr. Nicht so lange ich hier bin. Was macht die Fledermaus hier? So. Ja. Ah, verdammt ich. Wie kannst du es wagen? Ich bin... Also... Ich bin Batman, verdammt nochmal! Was ist daraus geworden? Sag gute Nacht, Batman! Überfahren die mich hier einfach. Jaja, wäre ich mit dem Auto gefahren, wäre es nicht passiert. Ah ne, das ist schon wieder. Ach nee, bei. Ach stimmt, geistige Blockade, das ist dann schon wieder die Riddler-Dinger. Arrestzeller, aha. Hm.
Ja, dann ab zur nächsten Mission, würde ich mal sagen. Sie ist einfach fort, seit sie Arkham City dicht gemacht haben. Die Richtung nicht das. Pinguin und Two-Face arbeiten zusammen. Seltsam. Gefällt mir nicht. Ja, was die noch vorhaben hier, bin ich mal gespannt. Was haben wir denn hier oben? Noch gesperrt. VIP. Batman ist immer VIP. Beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Der Batwing? Hey, ich finde das lustig, jetzt was ich mit Batmobil immer so rufen kann. Dann ist runter, bin ich der. Haben wir uns erstmal ein bisschen ausrüsten, wir haben euch. Den Wagen auf das Dach kriegen. Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Aber immer doch. Rain Foundation wird mit für diese Schäden aufkommen. Ich habe schon so eine Ahnung, was ich hier machen muss. Woo! Oh, oh, okay. Alles klar. Weiter zurück. Ich kann nie genug Schub haben. Läuft doch. Zum Glück gibt es diesen schönen Kampfmodus. Wäre das alles hier gleich noch viel schwerer. Der
Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobil nicht bewegen, aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen. Soll heißen? Okay, dann schauen wir mal. Ja. Jedoch. Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, melde dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja. Aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Danke, Oracle. Robin. Richtiger Name Tim Drake. Beruf Student. Standort Gotham City. Augenfarbe blau. Haarfarbe schwarz. Größe 1,83. Ha, der ist kleiner als ich. 86 Kilogramm. Gewicht. Erstes Auftreten Batman. Hashtag 436, August 1989. Kann ich mein Batmobil jetzt einfach... Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Ja, alles klar. Dann müssen wir wieder auf die altmodische Batman-Art uns fortbewegen. Wie ich, um ehrlich zu sein, zum Teil sogar lieber mag. Warum ich sie gewarnt habe, Batman. Warum ich diese getriebenen Flüchtlinge habe fliehen lassen. Du weißt es nicht, oder? Und es macht dir Angst. Die Falcone-Mafia. Boah, das Wasser. Sieht euch mal die Wellen an, sind echt schnieker aus. Ist echt gut gelungen, das Spiel, muss ich schon sagen. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. 5 Soldaten, alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Falls die Fledermaus auftaucht. Genau, als würde es dazu kommen. Scarecrow hat gesagt, er würde hier sein. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Ich bin mit seinem Gas eingeatmet. Ich würde gern mal sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst. Willst du mich verarschen? Ich kann dir nicht mal anschauen. Ich hab da eine Idee. Darf ich nicht rüberschwimmen? Nein? Okay, dann nicht. Hey, hört ihr das? Da draußen ist jemand. Ihr zwei, schaut mal nach. Die Tür bleibt zu. Ich gehe kein Risiko ein. Verstanden, Boss. Selbst wenn sich Batman zeigen sollte, wir sind zu dritt und bewaffnet. Er ist schnell, aber nicht so schnell. Doch, ich schaff das schon. Ich bin Batman. Könnte ich euch den ganzen Tag sagen. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Das Batmobil versorgt die Antenne mit Strom. Ja, ja. Ich kann es jetzt nicht einsetzen. Nicht. Gibt's keine... keine Kurztaste mehr für... meine Items? Hab ich... ah, ne, ich hab noch gar keinen. Doch, hab ich doch.
scheinbar haben sie auch so Sachen, die man damals in vorigen Batman-Teilen erst nach und nach freigeschaltet hat, wie jetzt hier zum Beispiel so einzelne Wände explodieren zu lassen, kann man das jetzt schon direkt. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Noch drei Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Oh nein, was mach ich? Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Achso, okay. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Ach, das war für das. Okay. Ich wunderte mich schon. Die wollen nicht mehr raus. Und wer ist jetzt in der Luft? Da habe ich doch irgendwas verpeilt. Dann müssen wir wohl von da unten her rein. Oder auch nicht. Komme ich da nicht rein? Ich brauche zuerst den neuen Batsuit. Damit habe ich einen Vorteil. Ach, okay. Ach so. Ach, da hinten liegt der. Boah, hier hinten wird er kommen. Den neuen Batsuit. Schauen wir uns den mal an. Das haben die zum Glück nicht gehört. Meine Finger, also meine Handabdruck durch den Handschuh erkennen, auch nicht schlecht. Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Schick, schick. Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Was haben wir denn hier? Ja, komm, machen wir erstmal eben schnell. Simulation aktiviert. Schleiche mich unbemerkt heran. Simulation aktiviert. Ach was. Wie soll ich mich denn jetzt anschleichen, wenn die... Okay.
Ich hab da eine Idee. Simulation aktiviert. Das geht ja jetzt mal echt flott von der Hand. Ja, nein, ich möchte. Simulation aktiviert. Simulation fehlgeschlagen. Okay, wir jetzt. Dass der Bro da runterspringt. So, jetzt aber ja. Zack, alle drei. Schönes Ding. Jetzt haben wir das schon mal. Das. Beherrsche mit Himmel beherrsche ihn. Alles klar. Simulation aktiviert. Problem sein, außer man landet natürlich genau da. Nein, die Herausforderung will ich jetzt schaffen. Simulation aktiviert. Alter, jetzt ist man echt schnell unterwegs. Wofür braucht man dann noch ein Batmobil, wenn ich jetzt noch schneller gleiten kann? Alter, das schleudert einen ja richtig raus, wie schnell man einfach jetzt ist. Echt schick. Gleitflug, das klappt schon.